Was geht? Guten Abend, wunderschönen Tag. Ja, Raupen. Hi. YouTube-Tutorial-Musik. Ja. Grüß dir, das ist die. Halt zum Maul, Jess, Alter. Schmerzen. Nur ein Zap kann meine Tränen trocknen. Ich habe heute zum allerersten Mal mein Leben ABC-Pflaster benutzt und nach ungefähr einer halben Stunde hat das gebrannt wie ein Feuerzeug. Musste ich abmachen, bin ne Memme. Raupen. Twitch Prime ist kostenlos, genau. Geil, erstmal baiten. Beschmeißt mich mit Kleingeld. Soll ich euch was verraten? Ich habe das Flickern gefixt. War das ein ABC-Pflaster? Das ist so ein Wärmepflaster. Wenn du Verspannung hast, Nacken und Rücken und so. Und ich habe im Nacken einen. Ganz fiese, Alter. Die ist schlimmer geworden. Kann das am 4. Dezember haben. Ist kein Masahiro, immer mit der Ruhe, Bruder. Immer mit der Ruhe, ja. Immer mit der Ruhe. Oh. Sag, du hast Redux gelöscht. Walla, nö, hab ich nicht. Das lag an der Einstellung meiner Config wegen Anti-Analyzing. Ich habe da was eingestellt, was ich vorher nicht hatte. Was soll ich schon sagen? Das hat zu dem Problem geführt. Das lag also nicht an den Treibern und auch nicht an OBS. Auch nicht im Spiel selber, sondern an meiner Dummheit. Dono-Button fehlt. Bruder, ich möchte keine Donations. Also fehlt der auch nicht. Ich brauch keine Donation. Ich brauch nur Liebe. Ist die Laune gut? War lange wach, hab lange gepennt, hab gut gegessen. Wer auch immer gestern, als wir über Essen geredet haben, davon erzählt hat, dass er so Knoblauchbaguette mit Sucuk mit Käse überbacken gemacht hat. Das habe ich heute gegessen, Alter. Boah, so fett, ne? Boah, Bebe, ist ja mein Bebe Ulla, diese Baguette. Einfach köstlich. Wallah, du hast dich verändert. Nein, ich hab mich nicht verändert, Bruder. Ich bin immer nur der gleiche. Boah, so lecker, Alter. Ehrlich. Den Donation-Button findet ihr beim nächsten Tier in eurer Stadt, genau. Richtig. Makeout Hill, Dankeschön für die Wies am 16. Küss mich, Bebe. Der Herr Otto von Kessel, danke für die Wies am 7. Thomarin, Dankeschön für die Wies am 5. Nick, Dankeschön für den Wies im 5. auch. Und Metall Gandalf, danke für den Wies am 15. Lolot, die eine da, Dankeschön für den Prime 6. Hallo Chat, wie geht's euch? Mir geht's gut. Ich habe heute alles gefixt bekommen, aber ich habe das Setup noch nicht fotografieren können. Und die Lo-Fi-Playlist habe ich immer noch nicht rausgesucht. Keine Zeit, Bruder. Was soll ich machen? Ich bin erst um, ich glaube, 5 Uhr aufgestanden. Wunder, was sich verändert. Ich lebe das richtige Penner-Life. Der Herr Lord Purzelbaum, danke für den Restart im 24. Soundprobleme auch komplett behoben. Je. Ich hoffe, wie klinge ich? Klinge ich gut? Klinge ich gut? Habe ich eine sehr angenehme Stimme? Ist die Mic-Qualität gut? Ja, gefixt bekommen. Das waren die Treiber von dem Audio-Interface. Die Standard-Treiber von die Windows installiert sind tausendmal besser. Und das Flicken, Flickerin ist weg. Vom Game. Auge fixt. Und sogar noch ein bisschen mehr FPS reingeholt. Also ich bin zufrieden heute. Jetzt nur den Kabelsalat hier machen, dann kann ich Setup-Bild machen und dann geht die Luzi ab, Junge. Bezaubernd. Oh, mal hier, hast du die Pommes. Ach stimmt, das wollte ich auch noch machen. Ich brauche Sekretärin, ja, jemand muss mich dran erinnern. Ich wollte Pommes-Emote machen. Und Sub-Badges. Dann mal guten Morgen. Bitte die Lofi-Playlist raus, noch mal null Plan. Bin einer der Lofi, so das. Lass mich mal kurz. Ich habe bei Stay gelesen, irgendwas. Ich slide da mal kurz rein hier. Wo waren das? Du.
postet der viel. Boah, wo waren das denn? Ach hier. Wallah, es gibt noch eine Playlist von Harris Heller. Stream Beats Lo-Fi. Aber ist die jetzt Copyright-Free-Dings? Meine Empfehlung für Musik ist Preze Rocks, das haben wir ja gerade an, und Epidemic Sound. Das könnte ich mir auch mal angucken. Ich schreibe mal drunter. Ich habe geschrieben, Papa, ist das safe? Kann ich die benutzen im Pool aufs Kuss dein Uli? Ich frag mal nach. Dann mache ich das für morgen fit, weil ich habe richtig Bock auf Lo-Fi. Könntest du dann kaufst du ein Serengeti in Real Life? Würde ich, selbst wenn ich das Geld besitzen würde und mir das nicht wehtun würde, niemals machen. Tag in der App, Mikesen. Feier Ossi, Dankeschön für die Wiese am Dritten. So, hallo Chat, wie geht's euch? Was machen die Sachen? Achu. Oh, Achu. Ja, aber Jess, Achu gehört ja dir. Das hast du ja erfunden. Garusa, danke für den Prime im 16. Hat der Oma gemacht. Ja, ich weiß, dass der Oma talentiert ist. Boah, eigentlich könnten wir ja so ein ganz simples OG halt nur nehmen und dann nur die Buchstaben einfärben, ne? Ohne diesen komischen Hintergrund, oder? Oma, hast du da Bock? Ich zahl da auch für. Ist kein Ding. Hast du vielleicht Lust, dich da, dir das anzugucken? Ich zahle dir auch den regulären Preis, den andere Emote-Macher kriegen. Diesen Bundlepreis. Vielleicht kriegst du das ja gut hin. Schön. Hübsch. Oma? Oma? Hallo? Oma? Oma! Wie war dein Tag? Ich bin um 5 Uhr aufgestanden, Mo. Und hab dann direkt links gefixt hier mit dem Flickering-Spiel und den ganzen Kacke. Oma Smoothie, die ist eingeschlafen. Chat, ruft mal die Oma. Hab erst einmal Badges gemacht, fragt Bumfer. Wallah, du hast dich verändert. Ja, Oma, Ömerchen, ich will ja nur 2 Buchstaben haben. Das ist ja keine, ne? Einfach nur 2 Buchstaben. Und die müssen eingefärbt werden. Ich würde sagen, das Standard-OG machen wir schwarz. Und dann färbt sich das Schwarze zu Silber unten, dann in der Mitte und oben. Dann ist das komplett Silber. Dann färbt sich das zu Gold. Unten, Mitte und oben. Und dann nehmen wir... Weiß ich nicht. Das machen wir so OG mit so einem Hintergrundding oder so. Irgendwie sowas. Ne, nix pink. Eigentlich pink wegen die Ropen, ne? Oder wir fangen bei grün an. Ne, bei schwarz, dann wird das grün, dann silber. Ne, dann Bronze, Silber, Gold. Stimmt, schwarz sieht man nicht so, ne? Wegen dem Dark Mode. Ja, genau. Bronze, Silber, Gold, Diamant. Aber das ist auch so Standard, ne? Und Chris, ich hab dich gestern beim Dexus beobachtet, ne? Du alten RP-Polizist. Ich hab dich im Auge, Junge. Guck hier, ich hab dich im Auge. Genau gesehen, was du da reingeschrieben hast. Alten Ärgerer, du. Sollen wir echt Silber, Bronze, Silber, Gold machen und dann Diamant so? Ich hab null gegen ihn geredet. Nee, ist so ein Spaß. Du hattest irgendwas geschrieben von wegen... Als wir das mit den Cops da hatten, von wegen, dass du beiden Seiten gern zuguckst, aber dir das auch keinen Spaß macht und das ist alles sehr legitim. Ist alles gut, ich wollte nur einen Spaß machen. Ein Ärgern wollte ich, ja. Grün OG können wir machen wegen alte Zeiten, wegen Grove, ne? Dann grün, Bronze, Silber, Gold,
Diamond. Ja, da war ein Fregel im Chat von ihm, der hat geärgert. Ja, ja, da ist. Ich weiß. Das ist eine bestimmte Person. Was hat denn der Dexus gesagt? Dexus ist richtig ausgerastet. Aber OOC ist all good, man. Es gibt halt sehr emotionale RP-Spieler. Ich bin ja manchmal auch so. Mila hat mich ja gestern auch aufgeregt. Bin ich fast durchgedreht. Danke für den Sub. OG Custom, das war... Das war... Weiß ich nicht. Grüße, Hamadini, Grüße. Ich habe noch kein Mandalorian gesehen. Ich habe einfach keine Zeit, Bruder, Alter. Ohne Witz. Und ich denke da nicht dran. Ich habe so viele Sachen auf meinem Zettelchen stehen, Alter, auch. Und ich krieg das alles nicht hin. Kommt alles mit der Zeit. Wichtig war erstmal, dass der Stream vernünftig läuft. Inklusive Audio und Gameplay für euch. Und dann verschönern wir hier den Stream und ich verschönere mein Setup. Ach ja, zum Thema Dexus und andere Streams, behaltet eure Infos für euch und spoilert da nicht rum. Oh man, das kriegst du eh nicht aus den Leuten raus. Ganz vergessen. Das hat mit den Spoilern und so. Aber mir ist ziemlich wichtig, dass keiner, der hier aktiv zuguckt, in andere RP-Chats geht und da versucht reinzuficken und zu beleidigen und so. Das ist Quatsch, man. Das ist so 2017, 18. Das machen wir heute nicht mehr. Und wenn doch, dann müssen wir da leider Konsequenzen ziehen. Da wird doch jeder gleich behandelt. Mach das Baby Yoda, ist dies andere süß. Boah, Baby Yoda Emote hätte ich auch Bock drauf, ne, Alter, ohne Witz. Aber das passt dann wieder nicht zu den anderen. Hallo Fanky, hallo Struppi, hallo Matti. Und die gerade gekommen sind, schreibt ein Pokolo. Amadini, danke schön für 30 Bits. Ja, Da Vinci, aber die darfst du offiziell nicht nehmen, was du da gepostet hast, weil du da. Ist auch alles mit Copyright-Dinger, ne? Oder soll man vom Affe weggehen? Aber das wäre zu schade, Mann. Beleidigen ist unnötig, so nur OP. Mann, alles ist unnötig, was irgendwas mit Stress zu tun hat. Vor allem ist es unnötig, einen langen Stream zu schreiben. Boah, egal. Ich krieg hohen Blutdruck. Der Affe bleibt, ja. No Name, hallo, Jess, du bist schon die ganze Zeit hier, Ruhe. Mark, Nexus, Holy Chaos, Crazy Christ, Emin, Velure, Gesundheit, Ruhe, alles, Primetime, BG Hawk, Brownie, Alpino, Markus, Honeycake, guten Hallo. Hallo. Seit 3 Jahren schaue ich RP und noch nie so viel Hate in einer Community gesehen. Zum Teil kann man nicht verstehen, es ist halt wie eine Sendung so und Leute fiebern da halt so extrem mit und jeder hat seinen Lieblings-RPler und bla bla bla. Ich habe da auch schon wieder gestern Screens bekommen, als wir da zu dem Trailerpark gefahren sind. Da hat wohl jemand gestreamt von den Rockern und da haben selbst Mods in den Chat reingeschrieben, ja, woher wussten die denn, dass ihr da seid? Wieder 1 Meter voraus. Meta, geh auf jeden Fall in den Support, ihr habt Meta gemacht. Das sind halt unwissende Menschen. Das kriegst du nicht mehr raus, das ist fest verwurzelt. Brownie, danke schön für den Stufe 1 Restart im 3. im Voraus? Hab ich ja noch nie gehört. Was ist das denn? What is that? Aber danke schön, Brownie. Tixel, danke für den Prime Sub im 7. Konzi, danke schön für den Prime im 16. Mikeson, danke für den Prime im 5. Wiped, danke schön für den Prime im 29. Hamadini, danke schön für 30 Bits. Und De La Luna, danke schön für den Reset im 3. Bekommen wir auch einen neuen Emote, Affe mit Kutte. Affe mit Kutte klingt cool, wird sich aber hier nicht halten, weil... Hält sich nicht. Ist nicht präsent. Egal, bei der Sendung schreibst du auch nicht den Sender an, weil der für ein Hund ist. Ja, gibt's bestimmt Leute, die hier so machen. Ging heute weiter, aber ist mir egal. Ich habe mir geschworen, dass ich nicht mehr darauf achte und nur Fick darauf gibt, was irgendwo in Chats passiert und was irgendwelche Streamer sagen. So,
Solange ich weiß, dass ich keinen Meter mache und mich an die Regeln halte, ist mir alles scheißegal. Ich habe auch schon so Sachen gelesen wie, der Park ist keine Gruppierung, die können mit 50 Mann auf alles drauf und wir kuscheln mit den Yadis und wir verstecken uns im Park hinter anderen Gangs und halt so ein Blödsinn, Alter. Wer hängt denn großartig im Park ab, jetzt mal Real Talk? Wallah, so. Du hast dich verändert. Ab ganz, ganz, ganz selten mal so die Yadis, so. Sonst da keine andere Gang. Außer mal für ein Gespräch, Alter. Aber wir verstecken uns ja hinter den anderen Gangs. Die fahren aber schon seit 3 oder 4 Tagen alleine immer da hoch und kämpfen gegen den ganzen Norden, Alter. Teilweise gegen 6 Gruppierungen ist der Park am Kämpfen. Gleichzeitig. Deshalb auch gestern dieser riesen Clusterfuck. Was tacken, dankeschön für dein verlängertes Geschenk, aber von Ultras. Kürtis kuschelt doch immer. Ja, na klar, kuscheln ist doch geil. Ich finde deine P's einfach besser. Du bist einfach eine lebende Legende. RP-Legende, meiner Meinung nach. Dankeschön, Brony. Junge, die Mucke geht mir so auf den Piss, Alter. Vor allem verstecken die sich in den eigenen Turfen, wundern sich, wie man sie findet. Ja, der Streamer, der selber, ich glaube, das war Büchse, der hat nichts dazu gesagt. Der hat auch nicht gesagt, das war Meta. Das war halt der Chat, da waren die Zuschauer. Nicht er selber als Streamer. Ja, das kannst du aber auch mal vergessen, Junge. Gibt halt so viele Menschen, die Wallah, reinschreiben und reinchatten, wo die keine Ahnung haben. Und es passieren immer Sachen im RP, wo man nicht hinterblickt. So selbst Dexus hat gestern geraged und meinte, ja, warum mischen die sich ein? Es gibt bestimmt gar keine Grundlage dafür und keinen Hintergrund und so, aber den gab es. Ich habe auch vorhin mit dem Dexus gequatscht und so, der weiß das auch. Aber in dem Moment siehst du das halt nicht. Dann bist du so Emotionen, voller Emotionen, sodass du einfach upraged so. Ups. Ich verstehe die ganze Problematik nicht wegen gestern, nur weil du aus Versehen den Kopf angefahren hast. Nein. Weil, ich weiß auch nicht, Fehlerdaten. Die ganze Situation gestern, dass der Park erst zu denen gefahren ist, zu denen geguckt hat, ob die da sind und die da sind, was ich nicht so wirklich gecheckt habe, weil ich das halt OOC nicht verfolgt, so, ich schnapp ein paar Sachen im Teamspeak auf, wenn die sich da über das RP unterhalten. So von wegen, der war gestern ist das passiert und das passiert und so. Aber es momentan ist es so, dass der Park Stress mit den Rockern hat. Die Rocker tun sich aber zusammen. Also Lost Nord, Lost Süd, Devils MC. Und die suchen aktiv nach Verbündeten wie... da gehören noch die Drips zu, die 49ers, die Maxis. Und die Gruppierungen alle gegen uns. Und wir bekämpfen die. Die schließen sich zusammen gegen uns. Ich weiß nicht, ob da noch mehr dazugehören. Das ist das, was ich so erfahren habe. Ja, wo war? Dafür gibt's ja dann VOD, ne? Ich bin so abgehärtet durch L, A, C und H, mittlerweile lache ich über die ganzen Frickles. Was genau meinst du, Veloro? Ropen. Ohne Hate, ich war gestern mit bei seinem Stream, ich finde, der ist leicht OC getriggert. Wer denkst du das jetzt? Nein. Nein, nein. Wenn du den meinst. 1 vs 5, gib ihm. Ja, haben wir auch gesagt. Es gibt ja auf dem Server die Regel, dass man keinen Abklatsch-RP machen darf, quasi, dass man nicht mit 2 Gruppierungen gegen eine ecken darf. Also aktiv angreifen, ne? Aber ich habe zu Dexus gesagt, mir ist das egal, so. Die anderen Jungs auch. Meinetwegen können die mit 5 Gruppierungen zum Parkrand kommen, ist mir scheißegal. Weil mich juckt das nicht, ob ich im RP verliere und auf die Fresse kriege, das juckt mich gar nichts. Und die anderen auch nicht. Über das Ziel sind wir schon weit hinausgeschossen, dass das einen interessieren sollte. Wallah, du hast verändert. Müsste. Ob man im RP auf die Schnauze kriegt oder abgeknallt wird oder nicht. Wen juckt das, Alter? Bietet auch einfach nur wieder RP. Weitere RP-Stränge. Wenn Ezer ballert, Park hat diese andere Aim.
Ja, wenn man sich vorstellt, dass der Park eigentlich nur, die Nachtschicht eigentlich nur so aus 7, 8, 9 Leuten besteht, vielleicht auch 10. Also die Hälfte unserer Gruppierung eigentlich so einen Terror auf dem Server macht, ne? Nur diese 10 Leute. Wenn die überhaupt mal 10 sind und für so viel Ärger und RP sorgen. Mist, das egal, sollen sie alle machen. Darf man dein Bild usen für privaten Stuff, also dein Desktop-Pick? Hast du die Idee, eine Leinwand draus zu machen? Klar, kannst du machen. Kannst jede Grafik für private Zwecke benutzen. Nur nicht für kommerzielle Zwecke, weil da besitze ich die Rechte nicht für. Da bekommst du dann Ärger mit den Erstellern, wenn die das rauskriegen. Wahrscheinlich. Hallo G. Hab mir heute Videos angesehen von der Nachtschicht. Es gibt ein Video von Dings. Boah, das finde ich jetzt aber nicht. Mann, und ich kann das nicht zeigen, weil da Mucke drin ist, Alter. Ich hasse es wie die Pest. Aber ich... Nee, kann ich nicht. Und gemutet ist auch Kacke, Mann. Verfickte Kacke. Naja, gestern hatte auch eine Büchse, eine Knarre. Die beiden haben mit ihrem Mittelfinger geschossen, weil sie vergessen hat, eine Knarre mitzunehmen. Jo, ist das halt so. Warte, ich guck mal eben, ob ich den Link finde. Dann poste ich das, dann könnt ihr euch das angucken. Ich weiß deinen Kanal nicht, oder? Oh, Männer. Warte, start kurz Discord. Ist das in Bildern Videos drin, Jazz? Ja, warte, ich poste das hier im Chat. Wenn Discord mal laden würde. Boah, Alter. Junge, Jazz, schick mir das mal bitte im Discord Privatnachricht. Der will den Channel nicht öffnen, da ist alles so grau unterlegt. Bitte. Ah, jetzt. Wallah, ach, du hast dich verändert. Junge, als die wegrennen, ne, und der diesen rosanen Typen, Alter, reingeschnitten hat, ich bin gestorben vor Lachen, Alter. Ich bin so weggestorben vor Lachen, ne, als die weggerannt sind vor den Rockern, Alter. Ist einfach so gut, Junge. Und Dankeschön, Jess. So, Discord-Pommes wieder aus, sieht eh zu viel. Was ist das? Bademeister für Pro-Editor gewesen. Ist auch eins der lustigsten Videos. Ist nicht mal wirklich auf Brettern oder so aus. Oh mein Gott. Warum bin ich hier entmutet? Ist nicht mal auf Brettern oder so aus. Ist einfach nur so ein lustiges Video. Hallo, Zabion. Victor. Dankeschön für den Mister am zweiten und Brownie, Dankeschön für 7 Gifted Subs, Brudi. Vielen lieben Dank, ich hoffe, die Leute haben sich bedankt. Ebenfalls. Und Dankeschön für 100 Bits, Brownie. P2K, danke für den Mister am zweiten. Der Micho, danke für den Mister am 15. Und Dennis, danke für den Mister am 30. Du alter Hoding, du bist auch schon lange hier. Ich kenne deinen Nick. Was geht ab, Say? Merhaba, hier ist Salame. Guten Abend, Chrissy. Das Video ist echt killer, Mann. Was steht heute an? Ja, da der Charakter noch verletzt ist, kann ich dem Johnny nicht in die Fresse hauen. Ich weiß ich nicht. Ich quatsch gleich mit Mila, ob die im Park chillen will da. Ich glaube, nur ich verrate das nicht. Ich verrate gar nichts mehr. Seid ruhig. Ihr werdet schon sehen, was passiert. Ich mach das schon irgendwie. Weil mir ist nämlich gerade was eingefallen, was ich heute machen könnte. Und das werde ich so tun. Hier ist der Link nochmal. Aua. Ihr Raupen, was geht? Kurz mal das Skriptbuch lesen. Hochzeit. Ach stimmt, Milas Hochzeit. Ja, boah. Hochzeit-RP wird aber auch schwierig ohne Mucke, Alter. Das ist halt ekelhaft as fuck. Oder ich versuche mir die Erlaubnis zu holen im Support, dass ich jemanden
muten kann im Teamspeak. Also denjenigen muten kann, der da Musik abspielt. Dann könnten wir das eigentlich ein bisschen machen. Aber könnt ihr euch eine Hochzeit vorstellen am Park? Und dann sowieso erst bevor, nachdem der ganze Stress geklärt ist. Wenn du nichts vorhast, geben wir Eis essen bei Meckes. Bruder, die Eismaschine bei Meckes ist eh immer kaputt. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, klar, Alter. Wo sonst? Stimmt. Boah, da werden bestimmt viele Leute kommen. Ich habe so viele Cousins, Mann. Und hoffentlich geben die alle Geschenke. Die Rocker einladen. Jesse, ich hab nichts gegen die Rocker. RP ist RP, OC ist OC. Was ich nur nicht verstehe, ist, dass sich da nur anscheinend keiner gemeldet hat, so hier der Präsi oder so, um das irgendwie zu klären. Aber anscheinend haben die da keinen Bock drauf, legen keinen Wert drauf. Also wird das mit Waffen geregelt. Bis das irgendwann mal ein Ende findet. Ja, die denken auch immer noch, das sind die Hadis. Ja, das habe ich auch gehört. Okay. Ja, das Video ist gut, ne? Könnt ihr ja für den Newton Leon ein Like da lassen, wenn der euch zum Lachen gebracht hat damit. Nix kaputt, die essen das Eis selber, meinst du? Das Aim turnt leicht an. Ja, der Bademeister, die gehen schon ab. Das ist aber die junge Generation aus der RP-Szene, Mann. Genau wie Crazy, es gibt viele Leute, viele gute Leute, die gutes Aim haben. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass das auf einem RP-Server nicht sonderbar vom Wert sein sollte, gutes Aim zu haben. Aber dahin hat die Szene sich halt verschoben. Aim kenne ich nicht. Zockst du nicht auf GVMP, Beast? Da gibt's doch auch die übelsten Gangfights, Alter, mit 50 gegen 50 oder so ein Shit. Bademeister ist also die junge Generation, der ist nicht so alt, der Leon. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie alt der ist, aber ich glaube nicht so alt. Aktiviert die Glocke. Aber ich habe rausgefunden, dass ich derjenige gestern war, der Dexus abgeknallt hat. Das freut mich. Ich habe lange da gezockt, war mir aber dann zu wenig RP irgendwann. Wo zockst du jetzt? Bist du nicht auf einem 5M-Server unterwegs? Ich klicke ab und zu mal bei GTA-Dinger durch, so. Und umgefahren. Hallo Oma, hör auf. Zieh dir mal den Kommentar unter dem Video von Troika Bescher rein. Naja, will ich gar nicht sehen. Da steht bestimmt wieder was so, ja, der Park will nur Brettern, die machen keine PE und bla bla bla. Und da hat Dexus selber gestern gesagt, sogar noch in seinem Stream, als ich aufgehört habe, so, weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat, dass der Park und Kiez momentan für am meisten RP-Song auf dem Server. Laut seiner Einschätzung. Alter. Katze. Kommst du? Du bist so dumm, ne? Oh, die schafft das sogar. Ich habe so ein kleines Regal, da ist so eine Dings drin, da ist die reingeklettert. Und die hing da mit meinem Körper weg. Vermisst du den Smoker? Tatsächlich ja. Ich hätte schon Bock auf den Gerrit. Ich habe aber keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. Ja, weil er den Kopf der P bietet wegen Geiselnahme mit jetzt. Ja, allgemein. Ja, die Nachtschicht und so hat ja richtig deepes RP auch mit den Cops, ne? Mit, ich glaube, irgendwelchen F1-Bilern, wenn die nur existieren. Und mit dem Texas und so. Wie alt ist deine Katze? Ich glaube, S2. Hallo, Nunu. Nice, Dankeschön für den Prime im 17. und Flappo, danke für den Prime im 15. Ihr kleinen süßen Mäuse. Kussi, Schatzi. Bei Dex ist im Stream ein bisschen genau über den Kopf gefahren. Ja, und aus meiner Perspektive habe ich gar nicht gesehen, dass er auf dem Boden lag. Rage RP in a nutshell.
Hallo Cyrus. Ach komm, wir gehen in die Pilmes. Ich will testen jetzt. Hab eh nichts mehr zu quatschen. Das lübt. Let's go. Wait, Post. Dankeschön für den Prime im Vierten. Wollt auch mal auf Unity vorbeischauen. Ihr verpasst immer die Whitelist-Seiten. Viel Spaß. Aber ich habe Ranzratta auf AL nicht angefahren, Oma. Ich bin mit dem rumgefahren. Da hatte ich aber einen Tee. Da war ich ein bisschen angetrunken. Das war auch der Abend, wo ich so einen Zivilisten mit dem Johnny hochgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich gestreamt habe. Ich glaube, ich habe gar nicht gestreamt. Wir haben echt einen... Ach ja! Ja, aber nicht ich. Ranzratta hat einen umgefahren. Der hat den Motorradfahrer weggeballert. Du hast dem Polizisten mal den Kopf rasiert. Auf Unity, meinst du? Ja, aber nur weil der Ford Motorrad gesprungen ist. Nee, ich hab noch nicht in WoW reingeschaut. Keine Zeit, Bruder. Keine Zeit. Aber WoW Addon soll gut sein, hab ich gehört.